Dann schauen wir uns die Ergebnisse zu diesem Test an, oder? Es ist der letzte Test, weil heute die letzte reguläre Kurseinheit ist. Also wir haben jetzt dann noch eine Handvoll Termine, ich habe es in den Kalender eingetragen, aber wir holen dann quasi in den nachfolgenden Kursabenden die Workshop-Themen nach, die ich irgendwie das ausgelassen habe. Das, was heute vorgetragen wird, ist quasi außerhalb vom Prüfungsstoff. Und auch alles, was dann danach kommt, gibt es keine Prüfungen mehr. Also die Time Domain Transmission Lines und so. Da interessiere ich mich nicht dafür, ob ich ihn verstanden habe. So. Also, wir haben hier so eine Schaltung und die Schaltung ist 1:1 aus dem Buch kopiert, wo wir da ein paar Komponenten haben, die über einen Bus miteinander reden, der irgendwie so ausschaut wie SPI. Im ersten Beispiel sollen wir jetzt hier quasi die Daten dekodieren oder übertragen sind, wobei wir einige Hilfestellungen bekommen. Wir erfahren, dass die Daten MSB first sind und dass die Daten mit einer fallenden Taktplanke gültig sind. Frage dazu, ist das ein SPI-Modus, den es tatsächlich gibt? Wenn er aus dem Buch ist, wahrscheinlich. Ist denn MSB First? MSB First heißt, dass das hochwertigste Bit zuerst übertragen wird. Also Most Significant Bit First. Also wenn man sich das hier anschaut und das zweite Beispiel, da steht LSB First. Und ich gebe jetzt einen Tipp, ich sage, nur eins davon ist SPI. Also, MSB First, das gibt es tatsächlich auch aus SPI. Das LSB First kann sein, dass irgendein Device mal so kommuniziert, dass das Shifted ist, irgendwie anders verdrahtet hat. Aber normalerweise ist es MSB First. Euch fällt vielleicht auf, hier steht nirgends das Wort SPI, hier steht nur, das sind Dinge, die miteinander reden. Und wir kriegen alle notwendigen Informationen. Wofür steht MOSI? Und MISO? Master in, Slave out. Das heißt, wenn wir jetzt wissen wollen, was der Master wegschickt, auf welches Signal schauen wir? Master out. Master out Signal, genau. So, und wenn wir wissen wollen, ob die Daten, die vom Slave kommen, also vom MISO, ob wenn die vom jetzt bei der beim Ausfüllen ein bisschen unklar ist, weil ist der Master der Empfänger oder der Sender? Es ist eindeutig darüber, dass es hier Slave 1 und Slave 2 gibt und den Master. Okay. Aber ich verstehe schon, dass das ein bisschen ein vielleicht nicht so klar ist, formuliert ist, wie es hätte sein können. Also wenn ich jetzt wissen möchte, ob die Daten, die hier sind, ob die zum Slave 1 gehören oder zum Slave 2, auf welches Signal schaue ich dann? Das SS1 quer und das SS2 quer. Genau, was heißt das quer? Sprich du was? Negiert. Negiert, das heißt, das ist wann aktiv? Low. Genau, also welcher der beiden Slaves wird quasi hier für diese Übertragung aktiviert? Genau, also wir wissen, die Daten hier sind dem Slave 1 zugeordnet und vom Slave 2 kommen keine Daten in diese Übertragung, weil der ist ja nirgends geblieben. Gut, und dann brauchen wir es eigentlich nur anschauen, dass wir dann lineal drüber gehen oder so, und irgendwie sagen, okay, bei der fallenden Flanke, was haben wir da für ein Datenbild, bei der fallenden Flanke, was haben wir für ein Datenbild und so weiter und so fort. Und dann kommen wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6 0-Bits. Dann haben wir hier ein High-Bit und noch ein High-Bit. Und das spiegelt sich dann hier wieder, dass wir vom Master eben 6 0-Bits und 2 1-Bits bekommen als das erste Byte. Und nachdem das ja MSB-First ist, können wir es genauso quasi runterschreiben, wie es hier in der zeitlichen Darstellung vom Master kommt.
Und das gleiche machen wir dann eben für das zweite Byte und für das dritte Byte und dann eben auch noch für den Scanner. Gut, und damit hätten wir jetzt mal dekodiert, was binär übertragen wurde, dass wir die Byte-Grenzen irgendwie erkannt haben und dass wir wissen, was sind die most significant und least significant Bits. So, und dann stellt sich noch die Frage, was sind das für Zahlenwerte? Weil der Zahlenwert ist vielleicht am einfachsten, dass das 0 ist. Das lässt sich leicht von binär auf Dezimal umschreiben oder auch ins Zahlensystem zur Basis 15. 15 und 16 sind ja nicht wirklich schwierig. 15 und 16 sind ja wirklich schwierig. Ja, 15 ist doof. Also in dem Fall wird es gehen, aber das hier zur Basis 15. Nein, ich meine, die 15 im Binärsystem. Ach so, die sind nicht schwierig. Die 15 im Binärsystem, die da. Die da und das. Ja, genau. Also das sind halt so Dinge, die man erkennt. Weißt du, dass man irgendwie, das weiß man. 1,1 ist ein Dreier und 1,1,1 ist 15. Okay, aber was macht man bei Sachen, wo man es nicht weiß? Weiß ich nicht. Also ich kann sagen, wie ich gerechnet habe. Ja. Dann haben wir die rechten 4 Bit genommen, habe gesehen, das ist 10. Dann habe ich die linken 4 Bit genommen, habe gesagt, okay, das ist 10 mal 16, 160 plus 10 ist 170. Perfekt. Also du hast das quasi zuerst im Hexadezimalschreibweise umgewandelt in den Kopf, dass du schon die Vierergruppen betrachtet hast und bist dann quasi von Basis 16 auf Basis 10 gegangen. Ich habe es zu Fuß gemacht. Genau. Wie geht die zu Fuß-Variante? Also, was 128 plus 32 plus 8 plus 2. Ja, also wir wissen, was die Zweierpotenzen sind und können dann quasi sagen, okay, ein Einser hier steht für 128, ein Einser hier steht für 32. Das ist kaum unwesentlich uneffizient. Das ist also ein Schema für unser Hirn. Ja, also das war eigentlich dieses Beispiel. Ich glaube, das war jetzt nicht allzu schwierig. Und das nächste Beispiel hier war einfach nur eine Variation davon. Und der einzige Unterschied hier ist quasi, dass wir zunächst sagen, hier LSG first. Also das ist so ein Schau genau, dass man irgendwie die lästigen Details richtig erwischt. Das heißt, wenn wir uns hier anschauen, haben wir wieder beim Master Out 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 Bytes. Das 6. Bit ist fast zweifelhaft, oder? Was da? Das ist ein mit steigender Taktflanke. Ah, okay, also, das habe ich überlegt. Und mit der fallenden Update hier. Also ich habe auch falsch gezeigt, natürlich. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 Bits und dann 1, 2, 1 Bits. Aber jetzt müssten wir wissen, das ist LSB first, das heißt, wir schreiben quasi die Bits von rechts nach links, wenn wir es hier als Binärzahl anschreiben. Und damit sehen wir jetzt auch hier am Ostsee das gleiche Muster oder die Info, dass das LSB first und nicht MSB first ist, bekommt natürlich einen anderen Zahlenwert gegenüber dem vorherigen Beispiel. Und das zweite, was hier dann noch dazu kommt, ist, dass wir halt hier eine Übertragung haben, die mit dem Slave 1 passiert und dann hier eine zweite Übertragung mit dem Slave 2. Das, diese Variation ist auch noch drin in den Zeiten. Okay. Fragen? Wie ist das, wenn beide enabled sind? Wenn beide enabled sind, dann hat der Mensch, der den Master programmiert hat, einen Fehler gemacht. Es kann nur einen enabled. Also die Enable-Signale bekommen ja vom Busmaster, der meistens ein Mikrocontroller ist oder sonst was. Und der muss darauf achten, dass er immer nur einen dieser Slaves enabled. Genau, der muss diese Arbitrierung, wie das heißt, eben so machen, dass nicht zwei Slaves gleichzeitig glauben, sie sind jetzt gerade angesprochen. Aber wenn ich die Daten an zwei gleichartige Geräte gleichzeitig schicken wollen würde, könnte ich das so machen? Das Problem ist, dass die Master-In-Slave-Out-Signale miteinander verbunden sind.
wenn die beiden Slaves jetzt zum gleichen Zeitpunkt quasi sagen, ah, ich bin gemeint, und jetzt will der eine gerade eine 0 schicken zum Master und der andere eine 1, dann ist das ein Kurzschluss auf dem Bus und ich habe da Querströme. Und selbst wenn das jetzt exakt baugleiche Bauteile sind und ich sage, ah, ich schicke denen einfach immer genau die gleichen Daten, dann müssen sie immer genau das gleiche antworten, ist das trotzdem alles ein bisschen schwindelig, weil ich habe nie eine Garantie, dass die exakt gleich schalten. Und damit könnte es zumindest in den Wechseln von 0 zu 1 da Fälle geben, wo es nicht geht. Jedoch ist dieses ganze SPI-Ding nichts anderes als ein netter Name, der sogar markenrechtlich geschützt ist. Das Preis Motorola, ich bin nicht sicher. Dafür, dass man Schieberegister zusammenstellt. Das heißt, es kann sehr wohl sein, dass ich ein Device habe, mit dem ich reden möchte. Und da habe ich mehrere davon quasi parallel und ich will meine Daten zu allen schicken. Und ich will gar nicht wissen, was der zurückschickt. Also wenn ich das schon fix weiß, dass das quasi meine Anforderung ist, dann kann ich auch einfach die Master-In-Slave-Out-Signale nicht verbinden. Und dann einfach parallel zu all denen das gleiche Kommando schicken. Wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, LEDs habe, die ich über SPI ansteuern kann und ich will sie alle auf einmal einschalten, dann könnte ich so etwas machen. Aber dann habe ich mich quasi dazu entschlossen, nie Daten zu lesen, weil dann ist die elektrische Verbindung nicht da. Was ich aber nicht machen darf, ist, dass ich sage, ich rede sowieso immer mit dem Device und ich rede sowieso immer mit allen Devices, also brauche ich keine Slave Select Leitung und ich lege die einfach nur auf Brown. Das geht nicht. Erinnert ihr euch warum? Die Übertragung startet doch. Genau, weil diese Slave-Select-Leitung nicht nur dem Slave sagt, du bist jetzt gerade aktiv, sondern die fallende Flanke hier signalisiert dem Slave auch, jetzt beginnt eine neue Übertragung. Und ohne diese fallende Flanke wüsste der Slave quasi nicht, wann das erste Bit der Übertragung beginnt. Wir haben ja hier kein anderes Signal, das irgendwie sagt, jetzt geht's los. Und das führt dazu, dass wenn ich dieses SPI-Protokoll verwende, selbst wenn ich nur ein Gerät habe, mit dem ich die ganze Zeit reden möchte, oder wenn ich viele Geräte parallel anschließe, über das, was wir vorher besprochen haben, ich brauche trotzdem diese Slave-Select-Leitung, um zu signalisieren, jetzt beginnt eine neue Übertragung. Ja, und ist es definiert, wie lange eine Übertragung ist? Du meinst, ob ich quasi ein Megabyte schicken kann auf einmal oder nur irgendwie maximal ein paar Byte? Das weiß ich nicht. Ich würde tendenziell nicht irgendwie ein Megabyte auf einmal schicken mit SPI, einfach aufgrund der Idee, wie das SPI-Protokoll ausschaut, dass das eben diese verbundenen Shift-Register sind. Also wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Audio streamen wollte zum Beispiel, dann würde das nicht in die Idee hineinpacken vom SPI-Protokoll, dass ich Daten vom einen Schiffsregister ins andere kopiere, weil ich möchte da ja Daten streamen. Es gibt andere Protokolle, I2S zum Beispiel, das ist ein ganz bekanntes Protokoll für Audioübertragung serielle. Ich glaube aber nicht, dass es ein formales Limit gibt, dass ich quasi noch kein Device machen darf, das größer ist als. Aber SPI ist sowieso komisch, weil es eben markenrechtlich geschützt ist und viele Devices haben dann quasi nicht SPI irgendwie im Datenblatt steht, weil man will nicht den Markennamen verwenden, sondern es steht dort Three-Wire Interface. Three-Wire Interface ist sozusagen der Slang-Ausdruck für SPI, wo jeder weiß, was gemeint ist, ohne dass es irgendjemand ausgesprochen hat. Okay. Sonst Fragen?